Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hier heute auf unserem Striptill Express Forum auf der Kuhn Agritechnica 2013. Wir möchten hier Ihnen die Möglichkeit bieten, sich näher über das Striptill-Verfahren selber zu informieren. Wir haben hier eine kleine Präsentation für Sie vorbereitet und möchten mit Ihnen gemeinsam auch über einige Dinge diskutieren. Das Striptill-Verfahren selber ist keine Erfindung der Firma Kuhn, sondern dieses Verfahren ist über viele Jahre hinweg in Nordamerika weit verbreitet. Ich kann aber zu Recht behaupten, dass Kuhn derjenige Hersteller ist, der dieses Verfahren in Europa und auch in Deutschland eben marktfähig gemacht hat. Und ich kann stolz sein zu sagen, dass wir heute in diesem Bereich auch Marktführer sind. Mein Name ist Alexander Grühl, ich bin Produktmanager für den Bereich Seetechnik und möchte Ihnen jetzt einige Dinge über das Striptill-Verfahren erklären. Das Ziel des Striptill-Verfahrens ist, die zukünftige Seereihe entsprechend zu bearbeiten. Das heißt, wir möchten der zukünftigen Pflanze entsprechenden Raum bieten, um sich später perfekt zu entwickeln. Wir bearbeiten nur einen Streifen, das heißt nur einen Teil der gesamten Fläche. Wir möchten hier entsprechend Bodenerwärmung haben, dass die zukünftige Pflanze sich schnell entwickeln kann. Wir möchten für Luftaustausch sorgen, dass sich eben der Boden entsprechend abtrocknen kann. Gleichzeitig bieten wir hier den mittleren Bereich komplett als Direktsaatbereich. Das heißt, dieser Boden wird gar nicht bewegt. Wir haben hier Regenwurmgänge, wir haben hier Wurzelräume. Das heißt, wir können hier auch sehr schnell Oberflächenwasser aufnehmen, sodass wir dafür sorgen, auch aktiven Erosionsschutz zu betreiben. Um nicht nur die Bodenbearbeitung, sondern auch eben eine Depotdüngung gleichzeitig mit einbringen zu können, haben wir die Möglichkeit, mit dem Strieger über ein Zulaufrohr entsprechend mineralische oder organische Düngung einzubringen, die wir als Depot in einer Tiefe von 15 bis 20 cm ablegen. Der Punkt Nummer 4 ist ein wichtiger Punkt zum Thema Erosionsschutz. Das heißt, das Striptill-Verfahren arbeitet mit einer kompletten Bodenbedeckung. Das heißt, wir haben hier sowohl die Verdunstungsgefahr reduziert und natürlich auch eine entsprechende Bodenbedeckung, um Wind- und Wassererosion vorzubeugen. Natürlich ist nicht nur für Landwirte, sondern auch für Lohnunternehmer interessant, dass der mittlere Bereich, der bis zu 70% des Feldes sein kann, entsprechend unbearbeitet bleibt und wir hiermit natürlich auch Kraftstoff und insgesamt Arbeitsaufwand sparen. Wie setzen wir bei Kuhn das Striptill-Verfahren um? Unsere Striptill-Maschine heißt Strieger. Wir haben hier 5 verschiedene Werkzeuge, die miteinander zueinander entsprechende Arbeit leisten müssen. Und dazu ist es eben wichtig, dass diese Elemente entsprechend eingestellt werden können. Wir beginnen an der Vorschneidscheibe, wo Ernterückstände geschnitten werden, beziehungsweise schwere Böden auch entsprechend erstmal geschnitten werden, dass später der Zinken die Arbeit leichter erledigen kann. Die Position 2 stellt die Sternräumer dar. Mit diesen Sternräumern möchten wir den Boden komplett freiräumen von zum Beispiel Zwischenfruchtauflage oder eben auch Stoppeln, um den zukünftigen Seereihe optimalen Raum zu bieten. Die Position 3, der Zinken, einstellbar von 0 bis 30 cm, kann nicht nur die Bodenbearbeitung, sondern auch die gleichzeitige Düngung übernehmen. Das heißt, wir können den Zinken problemlos einstellen, gesichert über einen Hydraulikzylinder, ist ja auch in der steinigen Regionen problemlos einsetzbar. Da ein Zinken, der in dieser Tiefe arbeitet, auch immer etwas Boden mit hochbringt, haben wir die Wellscheiben seitlich des Zinken montiert, um den Erdfluss nach links und rechts zu begrenzen. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, über die Winkeleinstellung zwischen den beiden Scheiben zu wählen, wie lange soll der Boden zwischen den Scheiben bleiben und können somit den Zerkleinerungsgrad etwas regulieren. Die speziell geformte Rolle sorgt dafür, dass der Streifen nicht oberflächlich rückverfestigt wird, sondern dass wir hier eine Rückverfestigung ca. 5 cm unterhalb der Bodenoberfläche haben. Das ist der Punkt, wo die folgende Einzelkornsämaschine das Saatgut auflegt und den rückverfestigten Boden das Saatgut perfekt platziert und die Andruckrolle der Einzelkornsämaschine das Saatgut von oben nur bedeckt. Wir haben hier schematisch dargestellt, welche Vorteile zum Beispiel die konventionelle Direktsaat oder eben die Striptill-Variante bietet, welche Nachteile die einzelnen Verfahren aber auch haben. Zum Beispiel sehen wir hier, optimale Aussaatbedingungen finden wir oft nur bei der konventionellen Saat. Hingegen ist eine schnelle Bodenerwärmung bei der Direktsaat nicht möglich. Das Striptill-Verfahren zeigt hier, dass wir verschiedene Aspekte für die Bodenbearbeitung und Aussaat vereinen, sodass das Striptill-Verfahren gegenüber den konventionellen und der Direktsaat doch einige Vorteile bietet. Wir haben heute viele Jahre Praxiserfahrung mit dem Striptill in Europa. Neben dem Raps und dem Mais ist natürlich das Striptill-Verfahren auch für die Rübe sehr interessant. Nicht nur Praxisbetriebe, sondern auch Untersuchungen haben gezeigt, dass das Striptill-Verfahren mit dem Strieger nicht nur beim Mais und beim Raps, sondern auch bei der Rübe sehr positive Erfahrungen gibt. Das heißt, wir betreiben aktiven Erosionsschutz, können unsere Kosten senken und dabei die Erträge noch gleich halten oder sogar steigern.
Für weitere Informationen zum Thema Striptill und dem Strieger wenden Sie sich gerne an unseren Kuhn-Vertriebspartner bzw. informieren Sie sich unter www.kuhn.de.